Und damit willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Rot Randomizer Nuzlocke Challenge mit mir, dem Terminus. Wie immer ein kurzer Blick auf unser Team, der uns verrät. Scheiße. Genauso denke ich gerade. Wir kommen der Top 4 und dem Champ immer näher. Wieso willst du nicht kämpfen? Hab schon gekämpft, alles klar. Und damit auch der Aufgabe Pokémon von, ich glaube, Mindestlevel. Ich kann mal kurz nachgucken, ich habe die Seite offen. Mindestlevel 53 bis Maximum Level 65 zu begegnen. Wollen wir mal ein bisschen weiter. Okay, da ist ein Stärkestein und hier. Das sollte möglich sein. Du benötigst Stärke und ich werde dich nicht auffordern, das zu machen. Das machst du gefälligst selber. Sanji Stärke. Ja, genau, was ich sagen will. Wie es aussieht. Oh Gott, ich hätte fast einen Fehler gemacht, weil ich ihn nie gesehen habe. Das ist cool, aber leider haben wir jetzt schon Electek. Ja, uns stehen von der Top 4 aus 20 Pokémon gegenüber. 4 Trainer mit jeweils 5 Pokémon und ein Champ mit 6 Pokémon. Alle, beziehungsweise 25 Pokémon davon sind random. Das einzige Pokémon, was wir kennen, was auf uns zukommt, das sicher auf uns zukommt, ist ein Level 65 Snobillikat. Snobillikat war Marcies, also unseres Rivalen Starter, beziehungsweise Mauti, ist mittlerweile ein Snobillikat und wird auf Level 65 sein, weil das Level des Starters ist, des Rivalen, wenn er denn ein Champion ist. Was bedeutet? 25 random Pokémon, die theoretisch alle Raubi, Taubsi, Hornli oder so sein könnten, aber es höchstwahrscheinlich nicht sind und uns hart verprügeln. Wir sind jetzt alle knapp unter Level 50 und ich denke, das reicht. Aus dem einfachen Grund, weil unsere Top 3 Pokémon, hallo komischer Mann, sind Tardos, unser Geowatz, welches alles physische, was kein Kampf ist, abfangen kann. Lass mir überlegen, rede ich da scheiße? Nein, alles andere ist speziell. Pflanze ist speziell, Wasser ist speziell, Eis ist speziell. Stahl gibt's noch nicht. Pinsir macht mir Angst. Habe ich da irgendwas Gutes gegen? Im Grunde nicht. Dann gehe ich in Mulna. Ja, und ich habe mir jetzt überlegt, soll ich noch irgendwie... Mama, jetzt würde ich gern fliegen können. Will ich noch irgendwie trainieren, um auf Level 55 zu kommen oder so? Und ich denke mir, nein, das habe ich nicht nötig aus dem einfachen Grund, weil ich eben Tardos habe. Wir haben Lightning, unser Blitzer, welches spezielle Angriffe abwehren kann. Wir haben Pedda, unser Simsala, was alle speziellen Angriffe abwehren kann. Was heißt, wir haben da so ein Core, was defensiv was aushält. Alle anderen unsere Pokémon können auch gut was austeilen. Zum Beispiel Molnar, Donnerwelle, Wickel. Das ist ein ziemlicher Safe-Kill auf alles, was kommen kann, außer Boden-Pokémon. Und gegen die haben wir ehrlich gesagt... Oh. Auch Molnar mit Surfer. Gut, ich will ihn in kein Stein-Pokémon werfen, also Steinboden ist gar nicht, wenn Steinhagel kommt. Wie will sein Pinsir noch boosten? Pass mal auf, hier kommt ein Surfer. Steinhagel will ich natürlich nicht fressen. Eisattacken, wie gesagt, können meine speziellen Pokémon aushalten. Und dann selber auch mit Donner oder Psychokinese jeweils eben richtig gut austeilen. Wir haben Wasserattacken auf Herbig und Blitzer, wobei ich Herbigs Attacke lieber mag. Das einzige Problem, was mir kommt, ist, wie viele AP-Heil-Items habe ich? Wir haben 10-mal Erdbeben und 10-mal Steinhagel auf Tardos. Und für 26 Pokémon reicht das bestimmt nicht. Vor allem, ich müsste jedes Pokémon One-Hitten, um 20 Pokémon damit K.O. zu machen. Und das stelle ich mir auch schwer vor. Klar, Tardos ist unglaublich stark. Aber wenn jetzt auch was Defensives kommt, muss das nicht unbedingt One-Hitten. Deswegen brauchen wir auch all unsere anderen Pokémon und auch so viele Äther oder so, wie wir haben. Gyarados sollte ein leichtes Spiel sein. Wo ist Ligatining? Oh, Bitch. Ich sollte dich sogar mit dem Donnerschock rausholen können, mal ganz ehrlich. Das ist ein Blitzer und du bist ein Gyarados. Tschüss. Das ist ein Tschüss, oder? Dein Spätz ist nicht so krass. Ne. Crit. So sieht's aus. Dann kriegen wir noch viele Crit. Und es kann eben sein, dass viele Pokémon super schwach sind. Es können uns Raubis und Hornlius entgegenkommen. Allerdings, wie uns der Vertania-Wald schon ganz am Anfang gesagt hat, ach, da ist das Lavados, das dürfen wir uns noch fangen.
wie der Bretagna-Wald uns schon beigebracht hat, darauf dürfen wir nicht vertrauen. Wenn ein Gengar kommt, was wir nur mit unserem Smetbook hier bekämpfen können, kommt ein Gengar. Also wirklich safe sind wir nicht, vor allem weil die Level sehr hoch sind. Das einzig Gute ist, das allerstärkste Pokémon, was uns entgegenkommt, Level 65. Hier will ich nicht drin bleiben. Wo ist Lightning? Wird Snubbelicat sein. Und solange wir Tardos durch die Top 4 bekommen, ist also das stärkste Pokémon besiegt, weil ein Snubbelicat kann einem Geowatz nichts. Richtig, kleiner Hirnaussetzer. Es ist gerade 4:30 Uhr morgens. Ja, ich bin Frühaufsteher. Oder mit anderen Worten, ich gehe einfach nicht schlafen. Passiert mal. Außerdem, was ich noch gar nicht erwähnt habe, wir haben auf unseren besten, ich sag mal, Walls. Jetzt habe ich nicht gelesen, was kommt. Biber ist okay. Auf beiden Genesung. Physische Wall Geowatz, unser Tardos, hat Genesung. Pedder, unser Simsala, mit einer Spätz von so hoch kann man nicht zählen, hat auch Genesung. Beide haben Genesung, können sich also heilen, wann immer sie wollen. Das einzige Problem ist, Ammonitas, das habe ich gelesen, Tardos ist langsam. Also da zu heilen, wenn es sich heilen muss. Bei Tardos müssen wir immer rechtzeitig heilen mit Genesung, sonst wird das nichts. Sondern, danke. Und Simsala ist das eigentlich egal. Solange nichts Physisches kommt, Simsala ist wahrscheinlich schneller als alles. Wobei man sagen muss, wenn gegnerisches Simsala kommt, oder Blitzer, oder Gengar, welches halt ein paar Level höher ist, dann würde ich vielleicht doch aufpassen. Nadelrakete, ja. Bestimmt. Nein. Ne, Nadelrakete brauchen wir jetzt tatsächlich nicht auf unserem Blitzer. Goldini. Da würde ich sogar nicht mit Donnerblitz oder Donnerschock angreifen, wenn es Fähigkeiten geben würde. Versteckte Fähigkeiten im Besonderen. Golking, richtig cooles Pokémon. Immun. Es hat auch nur eine Schwäche. Pflanze, super geil. Und die nicht mal vierfach. Wobei es ist ein Golking. Pflanze tut immer auch Hammer weh. Gut. Wir kommen weiter. Ich muss jetzt leider wieder das Aufnahmeprogramm öffnen, um zu gucken, wie viel wir gespielt haben. 7,5 Minuten. Wir kriegen noch ein bisschen was hin. Hallo Schalter. Wo kriege ich denn da einen Stein her? Mutti. Ein Omot. Wir sollten trotzdem so viele Pokémon besiegen wie möglich, weil Level 50 wäre absolut wünschenswert für alle meine Pokémon. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das noch hinkriegen in der Siegestraße. Aber meine wichtigsten Pokémon sollten aufgelevelt sein. TM08. Bum, bide, bum, bum. Oh. Okay. Natürlich. Ich glaube, ich will noch ein Level hoch trainieren. Dann muss ich Tardos trainieren. Einfach aus dem Grund, weil das mein bestes Mon ist. 4060. Ein paar Trainer und wilde Pokémon werden das bestimmt noch hinbekommen. Solche halt nicht. Gut, für dich setze ich Grappa mal ein, weil ich die Stampfer noch brauche. Und ich müsse. Oh, guck mal. Ja, schaut dir das doch einer an. Das ist ja schön. Wie viele EP kriege ich? 300 sind okay. Voll okay. Sehr zufriedenstellend. Halbwegs zufriedenstellend. Ich könnte jetzt natürlich Schutz und so einsetzen, weil ich glaube, ich habe mir welche gekauft. Aber nachdem ich die Level unserer Top 4 Gegner gesehen habe, ist mir die Lust auf Schutz vergangen. Also tut mir leid, wenn die Siegestraßes Folgen jetzt ein bisschen so aussehen werden, dass uns zu einem Evolis entgegenkommen. Aber muss alles irgendwo sein. Ich will das Item, mein Freund. Und dich bekämpfen. EP sind EP. Du bist cool. Ich habe keinen Gifttyp gehabt. Gar nicht. Welches ich benutzt hätte. Gut, du bist physisch. Explodierst du mir? Explodierst du mir? Okay. Ich hab dich trotzdem im Auge, mein Freund. Immer aufpassen. Explosion? Tardos. Wobei, irgendwas hat noch eine Explosion ausgehalten. Ich weiß, Tardos, ja, sicher. Aber hat Molnar oder was Herbig, welcher auch noch eine Explosion aushalten konnte? Ich weiß nicht mehr. Ich weiß noch nicht. So, was hast du, du cooler Operator? Oh, nö. Hypno stinkt. Und gegen Hypno wechsle ich raus. Wir haben Pedder.
Und der ist safe gegen jedes Psycho-Pokémon, was nicht im höheren Level ist. Weil es halt einfach alles aushält. Gut, Mewtwo. Was verschluckt, kann noch den Sternschauer haben. Aber ist halt auch nur ein Sternschauer. So, das resistest du nicht. Und es kann einfrieren. Was ein Problem ist, wenn ich einfriere, weil das gerade Kopf muss. Ha, der Angriff sinkt, das ist ja putzig. Wenn ich einfriere, in der ersten Gen taust du nicht auf. Du musst dich mit Item... Das ist mein Spätzle gesenkt, du Arschkopf. Du musst dich mit Items auftauen. Und das ist gefährlich. Was heißt, wenn ich kein Item zum Auftauen habe, ist ein Pokémon sofort kampfunfähig. Nicht tot! Nuzlocke-mäßig, aber kampfunfähig. Und das ist fast ähnlich schlimm. Hier kriegen wir Aurastrahl. Ha! Gegen Volltreffer macht dein Spätzdrop nichts. Da unten Pixie. Das ist doch. Das macht einem doch noch gar nicht Angst, wenn es noch kein Drachen. Feenmon ist. Herr Weg, machst du das? Komprimator. Wobei, Komprimator Stampfer. Warte, wenn das jetzt Metronom irgendwas Böses macht, dann bin ich sauer. Everytime. Flinches von Herbig kommen immer durch. Finde ich super. Herbig macht auf jeden Fall, was es machen muss. Wir haben den Operator besiegt und ich würde sagen, wir finden Pokéball. Wunderschön. Wo geht's denn hier weiter? Wir machen noch den Kampf und dann mache ich die Folge aus. Holen es auf der Seite, mache ich die Folge aus, besser gesagt. Und da muss ich mich mal umgucken. Wo will ich denn hin? Ja, zu Top 4. Ja, aber wo ist denn der? Ein Pokémon, Kantos. Das ist gefährlich. Physisch und speziell. Allerdings die speziell. Du kannst. Kannst du Hydro-Pumpe? In was wechsle ich denn da wohl nah am besten? Wasser wird resistet. Stein lernt es nicht von selbst, das weiß ich. Und selber kann ich so. Was Kabutops nicht so gut tun sollte, weil das physisch und nicht speziell. Auch wenn es ein Wasser-Pokémon ist, seine Wasserattacken taugen nichts. Außer natürlich auf Tardos, weil vierfach effektiv. Deswegen wollte ich nicht in Tardos wechseln. Aus dem Level 48. Aber das hätte auch gefährlicher werden können, hätte es mich angegriffen. Okay. Okay. Dann ist das so, Kabutops. Nicht das, was ich unbedingt sehen will. 43 kommen. Ach, guck mal, das bin ich. Habe ich viele Orden. 43, sei was Gutes. Ich würde per se nicht sagen, das ist schlecht. Aber ich würde sagen, falls euch diese Folge gefallen hat, dann noch bitte positiv bewerten, kommentieren, abonnieren. Bis zum nächsten Mal wieder. Das habe ich fast verschluckt am Ende. Temmers raus. Und tschüss.